so richtig ist. Kelch. Freefall. Shut fucking buzz this. I'm peaking on the blood pressure alone. Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Pay the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Das ist ein römisches Dings. Das ist das Palace. Mr. Rosenberg here. I had the pleasure of doing business with your son Joey back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me. I'm a straight killer. Oh, but ich hab keine Ahnung, ob das dieses Palace ist. Real dependable. Oh, was wäre jetzt? You know the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was going to send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Übelste Heilkende. Lass meine Heilkende, Mann. Begib dich zum Flughafen, aber da brauchen wir ja nicht gerade. Zum dritten, nee, vierten Mal heute. Ja, also wir waren schon oft auf dem Flughafen heute. Aber das ist diesmal ja nicht so weit weg. Toga hieß es. Das kommt übrigens von den Griechen, dieser Wickel. Ja, aber die Griechen und die Römer ähneln sich sehr an ihrer gesamten Kultur und Geschichten. Mythik. Dingsbums. Ja, weil die Römer die Griechen überfallen haben und das übernommen haben. Ja. Bloß halt die Namen der Götter geändert haben. Alle? Ja, man bringt trotzdem immer die Leute durcheinander. Warum? Ja, weil man nie weiß, ob es der griechische oder der römische Name ist. Also außer bei halt gewissen. Na, die Bekannten. Planeten zum Beispiel, die wurden ja nach den römischen benannt. Soweit ich das weiß. Glaube ich. Ja. Ja, zum Beispiel gibt es dann halt noch Diane, die Göttin der Jagd, oder Athene, die Kriegsgöttin. War Athene Kriegsgöttin? Ja. Das ist aber zum Beispiel die griechische. Athene. Und Diana ist römisch, oder? Nein. Auch griechisch? Ich hab das mal gelernt. Wir hatten mal, wie heißt das? Geschichtsunterricht. Nein, Mythologie. Wir hatten ein extra Ding noch. Wir hatten noch so eine Art, was war denn das? So ein extra Fach, das Mythologie. Wir belegen konnten. Nein, das war, gab es besonders in unserer Schule. Ach, das war eine AG, jetzt halten wir es wieder ein. Das war eine AG, und zwar war es jeder musste in irgendeine AG gehen. Ne? Das war Pflicht bei uns. Und da gab es die Lese-AG. Und da haben wir dann gemeinsam uns halt ein Buch rausgesucht, oder Bücher, über Bücher geredet, war ja nicht ganz uninteressant. Aber halt dann schon Bücher gelesen, wie zum Beispiel gab es halt 24, oder ich glaube, es war plus 12 oder 10 Leute in der AG. Und dann gab es halt 10 Schulexemplare von Harry Potter, der Gefangene von Azkaban, haben wir das gelesen. So. Nicht unbedingt hausaufgabenmäßig, aber haben es halt dann immer so weitergelesen. Alle relativ gleich, ne? Die Streber durften nicht so weit vorlesen und die anderen mussten sich ein bisschen straffen. Und dann hat man da halt so drüber geredet und wenn der eine halt so weit war, dann ist das auch nicht so schlimm gewesen. Und man ist da eigentlich. Eine Treibstoffanzeige? Nein, aber man ist da eigentlich reingegangen, weil man da. Da gab es immer Kekse und Tee. Kekse. Es gab bei jeder Stunde Kekse und Tee. Und man hat eigentlich nichts anderes gemacht als Kekse gegessen und Tee getrunken und den anderen zugehört, wie sie über ein Buch reden. Und selbst mal mit was eingeworfen, weil man. Ich habe ja die schon vorher gelesen gehabt, die Harry Potter Bücher und warum das so blöd. Und dann haben wir aber auch uninteressante Sachen gelesen und dann war es mir zu doof. Dann habe ich mich auf Kekse und Tee konzentriert. Ja, also wir hatten das in Geschichte kurz, also die griechische Mythologie. Und die Menschen haben ja ihr eigenes Sozialleben auf die Götter übertragen, was es da für Geschichten gab. Wo der eine Gott den anderen mit der Frau von dem Dingsi-Bumsi betrogen hat.
Dingsy, Bumsy. Bumsy, ja. Ja, sehr souverän. Nee, das bin ich einfach drauf gekommen, dass wir waren ja beim... Ja, das hab's übrigens nicht geschafft. Ja. Wir waren ja bei... Griechischer Mythologie. Griechischer Mythologie. Und da habe ich das gelernt. Da, also da hatten wir dann auch so ein bisschen griechisches Gottgedöns irgendwann mal aus irgendeinem Grund angerissen. Ich glaube, ging es um einen Film oder um irgendein Buch und dann hatten wir da so einen Arbeitsblatt und da habe ich alle aufgelistet. Alle griechischen, alle römischen Götter und da hatte ich einen schönen Überblick. Da habe ich ja alle gewusst. Aber ja, hat sich dann wieder verflüchtet, das Wissen. Ja, ich hatte ab der Grundschule irgendwann dieses Bedürfnis, alles bunt und farbig aufzuschreiben. Und da habe ich übelst viel in einer Stunde gelernt und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, das bunt und farbig aufzuschreiben. Und da ging es dann schulnotentechnisch total abwärts. Farben helfen abwärts, wenn er ein letztes Zeugnis gesehen hat, da wird er auch denken, abwärts. Was hast du für einen Schnitt? 1,7 oder was? 1,5. Ja, abwärts. Es ging schwer abwärts, von 1,3 auf 1,5 schwer abwärts. Nein. Jeder träumt von so einem Zeugnis. Es ging von 2,3 auf 2,7. Boah, jetzt geht's aber los, ey. Ja, schwere, das war schlecht für mich, danke. Schwere Abgründe tun sich auf. Ich bin aber an der 9., ne, von 2 auf 3,5 abgerutscht. Weil ich dann angefangen habe zu zocken und Partys zu besuchen, als natürlich zu sein. Irgendwie was mit Partys, Alkohol, Drogen und sonst was zu tun. Drogen? Nicht Drogen. Ich hab nie Drogen genommen. Achso. Du hast bloß Pilze sammeln mit deinem Opa. Entschuldigung, nein, das war ein Scherz. Nein, er hat nichts mit Drogen. Nur um es klarzustellen. Das war alles mein Opa. Dein Opa war wirklich ein bisschen komisch. Ja, der war dement. Das ist normal, dass die Leute komisch werden, wenn sie dement sind. Das sah komisch aus, er hat mir Angst gemacht, okay. Ja, ich schritt. Ja. Punkte, ey, echt. Du mal alten verrunzelt aus, siehst du, sag ich an. Das sah komisch aus, ey, hast mich voll Angst gemacht. Na, als hättest du keine Angst vor deinem Opa gehabt. Nee. Ich hatte mal eine ganze Zeit lang eine Anti-Sympathie gegen meinen Opa, weil der so komisch war. Ach, dein Opa war komisch. Ja, also, so, da konnte ich nichts reininterpretieren in den Mann. Du konntest sein Verhalten nicht deuten. Ja, genau. Aber da war eigentlich ganz lieb. Er hat Glück. Hab ich am Anfang dann erst so hingenommen und dann später habe ich das dann auch gründen wollen. Kam dann in die Phase, wo ich dachte, hä? Und später habe ich es dann verstanden und dann war alles wieder drin. Okay. Aber ich hatte mal so ein halbes Jahr oder was, da konnte ich den wirklich nicht leiden. Konnte gar nichts dafür. War einfach so eine kindliche Eingebung. Hat aber jeder, glaube ich, mal durchgehabt. Habe ich schon bei anderen beobachtet. Mein Opa war der erste Mensch, den ich gebissen habe. Du weißt noch, wenn du als erstes in deinem aller... Also dein ersten Jemanden, Mensch, den du... bewusst gebissen habe. Das weißt du noch? Ja. Okay. Habe ich mich 3 Wochen auf den Knien heulend entschuldigt, weil er total eingeschnappt war. Ja, zu Recht. Warum die Pfote gebissen, ey? Ich mag es halt nicht, angefasst zu werden. Freundin, wisst ihr? Ich mag es nicht, angefasst zu werden. Super. Manche Männer würden sich drüber freuen. Wer zum Teufel freut sich? Ich hab keine Ahnung. Ich sollte still sein. Ja, ich glaube auch. So, jetzt aber. Verdammt, da fliegt ein scheiß Flugzeug hin. In den Abgrund. Oh, es ist schon wieder weit weg, ey, das hol ich schon wieder nochmal ein. So eine Scheiße, ey, wie soll ich denn da rankommen? Ich hab extra versucht, jetzt umzudrehen, bevor es bei mir ist. Oh, das ist jetzt übelst weit weg. Du verlierst beim Fliegen Fett. Wie soll denn das funktionieren? Indem ich einfach nichts esse. Schon seit 2 Wochen.
Jetzt haben die es wieder gepackt. Wie soll ich denn das? Hä? Das fliegt ja viel schneller als ich. Musstest du das Flugzeug nehmen? Hab ich gerade nicht drauf geachtet. Ja, muss ich. Okay, es wird jetzt schwer langsamer vor dem Land, aber fehlgeschlagen. Yay! Wie geil. Absturz! Nee. Ich will jetzt nicht abstürzen, das ist völlig sinnlos. Ich kann dem nicht so richtig folgen. Die Visage. Ja. War auch schon manchmal zu tief und dann hat's Bumm gemacht. Und ein Lager. Das ist zum Beispiel mein Burger-Restaurant. Das habe ich mir erst in der vorletzten Folge geschnappt. Vorletzte Folge. Ja, darauf habe ich keinen Einfluss. Ich greife eigentlich bloß den Gewinn mit ab. Und dann kannst du nicht mal die Hüte verändern. Nee. Das ist traurig. Oh mein Gott, da kann ich mal die Hüte verändern. Was ein Scheißspiel. Riesige Open World Welt, da kann im Burgerladen die Hüte nicht verändern. Natürlich. Jetzt haben wir wieder viel Und Fett. Die Tischdecken nicht. Schon mal 12 Burger nacheinander gefressen? Yam, 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 yam. Hast du schon mal 12 Burger nacheinander gefressen? Nein. Mein Rekord liegt bei 3 und das war mir schon viel zu viel. Weil es... Drei von den Dingern runter? Hm. Aber es waren dann so fett oder so tot? Ja, ein normaler Big Mac. 3 von 3 Stück. Hm. Oh Gott. Ja, das war so eine Phase, mein Gott. Ja. Ja. Ich hab schon noch 3 nochmal einen Hamburger gekratzt. Ach, da gibt's doch bestimmt Menschen, die können da Tonnen. Konnte. Also in Big Mac Größe bestimmt 5 oder 6 essen. Das ist aber auch so ein Mensch, der ist. Besser nicht. Ich könnte mehr Big Macs essen als Bockwürste. Bei Bockwurst muss ich kotzen. Das ist so was Ekliges, allgemein bei Wurst. Also nicht bei jeder Wurst, bei einer Salami oder so geht das alles noch. Was? Aus billige Wurst ist, ey. Oh, hab ich einen Hass drauf. Bei dem Mann geht nichts unter 100 Euro bei Essen. Ja, genau. Big Mac. Ja. Product placement. Ja. Millionenbeträge werden hier überwiesen. Für die Erwähnung eines Big Macs. Bei einem Video, das vielleicht 5 Zuschauer erreicht. Kronk, ja genau. Wenn Kronk das im Livestream hat, dann kriegt er da nicht viel dafür, aber... Wenn ich ja immer Big Mac sage, dann geht's aber los. Klau das Flugzeug im Hangar, das heißt, ich muss das Flugzeug nehmen. Aber nicht in dem Hangar. Badamdisch! Na. Na gut, dein Problem ist ja eigentlich, dass du zu viel Höhe verlierst. Na, ich probier's jetzt nochmal mit Konzentration. Hat schon öfters geholfen. Das Problem ist, dass der Hinweg so langweilig ist. Dann erzähl ich am Morgen, wenn ich dann da bin, dann vergesse ich's. Was ich sagen wollte. Also. Das war jetzt schon völlig bescheuert, weil ich wieder zwischendrin überlegt habe, wie ich jetzt da hinkomme. Und dann hau ich immer alles durcheinander. Der Hinweg ist so langweilig, dann versuche ich was zu erzählen und dann verraff ich dann, wenn es soweit ist. Beim ersten Mal ganz schlimm, beim zweiten Mal ging's so und beim dritten Mal mal sehen. Ich sehe ja da drüben, ne, auf dem Radar, ist ja dieser rote Nordkringel und da ist ja das Dreieck drüber. Und da sehe ich, ob ich höher oder tiefer fliegen muss. Wenn es ein Dreieck nach unten ist, muss ich tiefer fliegen, um auf derselben Höhe zu sein wie das Flugzeug. Ich habe das Spiel auch gespielt, seit lang. Ja, aber ich kann das doch für die erklären, die es halt gespielt haben. Ja, es gibt wahrscheinlich keinen Mensch auf der Welt, der das... Was? Was die Symbole bedeuten, erklärt. Doch, aber... Was, wenn jetzt jemand einschaltet, der... die Symbole erklärt? Mein Gott, lass mich doch erklären. Ja, ist ja gut. Das ist doch
Scheißegal. Doch, du hast es gesagt. Oh, voll. Ich hatte mal einen Helikopter. So, pass auf, jetzt Konzentration. Vom Helikopterspiel nochmal Konzentration. Wo ist es, 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 wo ist es? Ich seh's nicht. Tiefer, 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 Wills. Ah, das ist okay. Okay, ich muss irgendwo. Ja. Warum dreht das so blöd? Nein, das ist falsch. Alter, das ist auch. Oh, ich muss übelst weit hoch noch. Eine Scheiße. Was zeigt denn dafür den Pfeil an, ey? In echt wird es jetzt einen Strömungsabriss geben, weil die Luft ja, die da abstößt, schon so beschleunigt ist, dass ich sie mit meinem scheiß Propeller noch so schnell beschleunigen kann. Und dann habe ich keinen Schub nach vorne und dann falle ich einfach runter wie ein Stein. Das schaffst du doch nicht. Wenn ich eine Einzelphysik hatte, heißt das nicht, dass ich jetzt verstanden habe, was du sagst. Soll ich das jetzt erklären? Mit so einer Physikstunde draus. Nein, ich hab's nicht gedacht. Das ist jetzt kommt hier Mission fehlgeschlagen und rastet da aus. Ah, wie es einfach runtergefallen ist, das Flugzeug, ey. Ah, das ist doch, war das schon immer so knapp kalkuliert? Das ist ja tolle Kacke. Also auf jeden Fall muss ich höher fliegen, als das Ding anzeigt. Auf jeden Fall, das Spiel war von RTL und du wirst einfach reingeworfen und dir wurde bloß gesagt, dass du mit Plus aufsteigst und mit Minus wieder runterkommst. Und meine erste Mission war dann, ein Elefantenbaby zu fotografieren. Als ich dann nach ungefähr einer Stunde die Steuerung gerafft habe, habe ich nochmal 3 Stunden damit verbracht, mir diese unglaublich hässliche Welt anzugucken, um dieses Elefantenbaby brennt, zu finden. Und da habe ich aufgegeben. Du wolltest doch eine Explosion sehen. Und zum Kopf. Aber es explodiert ja gar nicht. Ja, du hast ein Flugzeugfliegespiel gespielt. Und es gab bloß ein Minus. Helikopterfliegespiel. Und sollst du einen Elefanten fotografieren? Ja. Zusammenhang? Ja. Das Spiel war von RTL. Ja, ich wollte gerade sagen, es war halt. Hätten wir RTL Skispringen, Mann. Das war schon krass. So. Mit Springen und Wachs und Ausrüstung kaufen und. Berg runterfahren. Also na, Schanze runterfahren, dann halt springen. Dann. Ach so. Skispringen halt. War gar nicht so. Ich will jetzt nicht schlecht reden, es war nicht so schlecht. Man konnte es schon spielen. Aber es war halt auch nichts. War halt ein RTL. Na. Ich habe früher mal zum Copter gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Und eigentlich bloß, weil die Musik so ultra geil war. Das war irgend so eine Jazzmucke, die aber voll dazu gepasst hat und die ganze Zeit halt diese Mucke gehört. Und Leute sind halt dauernd verreckt, aber das war ja dann egal. Simcopter. Was ist das denn? Du hast halt deinen Helikopter und bist ein Rettungsmensch mit Ausrüstung für verschiedene Notfälle. Achso, da gibt's noch tausende Spiele von, oder? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, und da musst du halt Verletzte irgendwo vom Dach holen und halt zum Krankenhausdach fliegen oder Wasser holen und Brände löschen oder sowas halt. Weißt du? So ein bisschen wie Emergency, aber krasser. Mit Helikopter und geiler Mutter. Da gab's da so ein Spiel richtig, so haben wir da Computer mit Spiele drin oder so. Damals, wo das noch der Shit war. Und da musste man auch so personenmäßig so genauso wie hier halt ein Helikopter fliegen, ein Rettungshelikopter. Aber bei Sturm auf dem Meer und so muss dann Leute retten mit so einer Seilwinde ablassen und so, das war lustig. Oh, Rettungshelikopter oder wie das Ding hieß. Also, von meiner besten Freundin damals, der Vater, das war halt so ein übelster Computerfreak. Aber so ein cooler, der auf dem Motorrad fahren konnte. Und wow. Ja. Ich bin mein Traummann. Ist ein Computerfreak, der auf dem Motorrad fahren mit kann. Mit langen Haaren. Fuck yeah. Und auf jeden Fall. Suchkriterien 9000. Ja, natürlich. Nein, ich mochte ihren Vater, war cool drauf. Auf jeden Fall, und der hat sich halt jedes Mal diese Computerspiele geholt. Und dann gab's da mal eine CD. Computerbildspiele. Ja, du weißt, was ich meine.
Von Bild, ne? Bild-Zeitung. Super. Ja, das ist sowas bringen, ey. Voll krass. Ja, zu Bild will ich jetzt gleich anfangen. Und da war eine CD, da war Napkin Race drauf. Ich weiß nicht, ob das jemand vielleicht kennt. Das sind so kleine gummiartig aussehende Autos mit Stecknadeln dran und auf so einer kleinen Karte. Und da muss man sich halt gegenseitig anfahren, um das Licht zu bekommen. Also ich habe gerade Entenfüßchen gemacht, für die, die es nicht sehen konnten. Und das war eigentlich voll cool. Da hat man sich halt die ganze Zeit gegenseitig mit diesen Autos kaputt gefahren. Und wenn man über den Hügel gesprungen ist, dann sind die auseinandergeflogen. Und das war eigentlich voll cool gemacht. Ich raste noch aus mit dem scheiß Flugzeug, ey. Das kotzt mich total an. Freu dich doch über den lilanen Himmel. Lilaner Himmel. Was sind das für eine Scheiße? Bedank dich bei Rockstar. Ja, das kann doch vorher nicht so schwer gewesen sein. Ich mache irgendwas falsch. Das ist doch totale Scheiße. Mir fällt es wieder runter, direkt vor uns. Einfach so zack, runtergefallen. So. Scheuert, ey. Die Maschine der Killer hat Ace Ventura erreicht. Ja, dann lass es halt mal noch 5 Kilometer weiter fliegen bis da vorne zum Mirage und dann kann ich das. Das ist nicht das Mirage, das ist die Visage. Ja, das ist alles Caligula's Palace und keine Ahnung, wie sie das alles genannt haben. Soll das Las Vegas sein oder was? Nein! Entschuldigung, ich hasse Amerika, es geht mir aber vorbei, wie es da aussieht. Na, Las Vegas kann man sich schon mal angucken, denke ich. Da müssen wir alleine gucken. Ja, ich fahre dann in den nördlichen gut. Staaten, wo es den ganzen Tag regnet. Gut eingeparkt, oder? Also es parkt noch nicht ganz so. Es parkt von selbst ein. Damals hochmoderne Technik. Ja. 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 Wie die Autos, wo man so einen Knopf drückt und dann fährt es von allein die Parklücke, meinst du? Ja. Habe ich übrigens fahren mitgelassen zum Auto. Durftest du das verwenden? In den ersten paar Stunden, wo ich noch nicht selbst einparken durfte, also konnte. Da, wo ich noch Probleme mit Gas und Bremsen hatte. Wie ist das denn, ey? Und dann durfte ich halt den Piepsemann mit einschalten, damit ich das Auto nicht kaputt fahre. Ich das bin eine suspekt. Grauenhafte Autofahrerin. Du bist überhaupt noch keine Autofahrerin. Ja, ich hab's halt noch nicht, aber die paar Stunden, die ich hatte, reichen mir. Ich sollte nicht Auto fahren. Flieg lieber Flugzeug. Ich werde Pilotin. Ich werde Kampfjet-Pilotin. So, die ist fünfte jetzt. Ist der fünfte? Ist der fünfte Versuch, ja. Du hast mitgezählt? Ich habe mitgezählt. Ist das nicht total niederschmetternd, wenn man mitzählt? Ja, wir erzählen ja die ganze Zeit. Und ich denke dann immer, jetzt muss ich mal konzentrieren, wenn es dann soweit ist. Und dann schaffe ich es irgendwie nie. Soll ich aufhören zu reden? Es ist so langweilig bis dahin. Ja, eben zu unterhalten, damit du es nicht brauchen musst. Weißt du? Überflüssig. Entschuldigung. Also ich werde überflüssig, weil du erzählst einfach und ich spiele so ein bisschen so nebenbei. Na, aber es ist halt eine Stelle, wo du dich konzentrieren sollst, wenn ich dir da nicht zumindest die eine Arbeit... Na, aber ich hör dir doch dann zu und dann... Ja. Dann hör auf mit zuhören. Siehst du, es gibt 5 Männer mindestens, die diese Aussage von ihrer Freundin wünschen würden. 5? Ja. Wie spät ist es denn überhaupt? Spät. Ach, geht's noch. Achso. Ja, gut. Ach, musst du noch morgen dann arbeiten? Nee. Daran, dass du noch zur Schule gehst. Ah, ich bin an die Maus gekommen. Das heißt, mir zur Schule gehen, ich hab Ekel. Ach, ist doof. Hättest du nichts dafür, dass du es eigentlich nicht gemacht hast? Ich hab kein Wort verstanden. Scheiße. Dreckskopfhörer, ey. Dafür erschlägst du mich, wenn du das Kontrolle anguckst. Schneidest. Das ist doch 1:1. Ja, es ist zusammengeflossen mittlerweile. Also hab ich zuerst. Beziehungsweise das Kontrolle angucken weggefallen, weil ich jetzt ein besseres Schneidprogramm habe. Du
muss ich einfach so in den Ring fliegen über das Flugzeug hinweg? Nein. Das ist einfach so. Das sieht gut aus diesmal. Quicktime Event. Ist der mal schon Quicktime Event? Nein. Genau. Und nochmal eingeklemmt. Tja. Hey, what's going on? Shit! How the fuck did he get here? Who cares? Ooh, waste him! Dump your body over the desert. I ain't going down without a fight. Ja, das war's jetzt schon. Dafür haben wir uns die ganze Zeit. Schön. Gerade wir noch kurz vor der Küste und jetzt sind wir irgendwo. Über dem Meer. Über dem Meer. Wir müssen erst noch ganz weit fliegen. Wenn ich das Flugzeug crash beim Landen, müssen wir alles nochmal machen. Passiert. Hm. Das ist die Landebahn. Was? Keine Ahnung. Ich habe alle versucht zu hören, ich habe es dann verstanden. Rock hard and frozen in time. Luckily, most women are shallow and materialistic. 50.000, da mal hin. Pro Versuch 3000. Wenn ich alleine bin, klappt vieles beim dritten Versuch und wenn du mit dabei bist, klappt vieles beim fünften Versuch. Ist mir schon mal aufgefallen. Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Ich frage mich ja oft, wie die ein deutsche Hufeisen. Sprache klingt, wenn man nicht deutschsprachig ist. Das ist tatsächlich ein Hufeisen. Wo ist das denn bitte schön, Hufeisen? Ja, hättest du dich drauf konzentriert, hättest du es auch gesehen. Ja, das ist ein umgedrehtes Omega und kein Hufeisen. Hufeisen habe ich diese Stangelis zur Seite. Stangelis. Na, ja, wie soll ich denn sonst eine Striche? Stückchen. Entschuldigung. Traut es sich nicht mehr zu sagen. Nee, Stangelis ist ja ein tolles Wort. Warum fliegst du jetzt mit dem Flugzeug? Weil ich über den Zaun wollte. Okay. Wie viele Menschen schon gestorben sein müssen? Wird das eigentlich gezählt, wie viele Menschen du unschuldig umbringst? Ich glaube, wie viele Menschen ich umgebracht. Nee, das wird nicht gezählt. Das wäre nämlich mal interessant, wie viele Menschen schon unschuldig durch Flugzeug runterfallen lassen oder so umgebracht hast. Viele. Direkt wieder ausgeben, die Kohle. Okay. Speichern, weißt du? Ja, ich. Die Tür gerade. Ja, ist nicht so schlimm. Ist ja bloß eine Tür. Ja.